Es ist wichtig, dass er eine gute Einführung bekommt. Sie müssen wissen, dass mein Sohn irgendwann meine Nachfolge als Polizeichef antreten will. Sie können sich sicher sein, dass er auf jeden Fall geeignet dafür ist. Justus ist durch und durch geeignet und fähig. Er liest jeden Artikel und jedes Buch, das irgendwie Polizeiarbeit, Detektiv oder Kriminologistik zu tun hat. Er kennt sich mit meinen Fachbegriffen fast besser aus als ich. Ja, er arbeitet immer hart und gibt alles, egal was er tut. Da können Sie sich drauf verlassen. Manchmal ist er aber auch zu hart zu sich selbst. Ja, da haben Sie recht. Genau. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie ihm nächste Woche alles genau zeigen und er keine Probleme bekommt, wenn er seine Ausbildung antritt. Okay, ich melde mich dann morgen nochmal bei Ihnen. Schönen Abend noch. Vier bis fünf Stunden. Ja. Verletzung noch im Kopfbereich? Ja, der Mörder hat anscheinend sehr aggressiv in alle Richtungen gestochen. Na ja, es wird dann die Obduktion ja sicherlich ergeben. Richtig. Ich möchte das Ergebnis aber bis morgen früh, 12 Uhr spätestens auf meinem Schreibtisch haben. Okay, ja, machen wir. Mein Beileid, Justus. Wir werden den Mörder deines Vaters finden, das verspreche ich dir. Er hat mir genauso viel bedeutet wie dir. Uns allen. Nicht wahr, Schmidt? Ja, Chef. Ich vertraue Ihnen. Bringen Sie ihn hinter Gittern. Mein Vater hätte es so gewollt. Nimm das. Wir werden dich auf dem Laufenden halten, wenn es etwas Neues zu berichten gibt. Thank you.
Jo, was los? Hey Justus, das mit deinem Vater tut mir echt leid. Mein Vater hat es mir bereits erzählt. Wie geht es dir? Ehrlich gesagt, beschissen. Aber was soll ich denn anderes tun? Hast du getrunken? Oh Mann, wir müssen dich echt wieder hinkriegen. Willst du in dem Zustand nächste Woche mit deiner Ausbildung bei der Polizei anfangen? Ach, ich weiß ja nicht. Okay, hör zu. Ich habe mit meinem Vater geredet und ich glaube, sie haben schon Hinweise darauf, wer es war. Wie wäre es, wenn du herausfindest, wer es war? Meinst du? Ich denke nur, es wäre gut, dass du eine Beschäftigung hast, um mal wieder aus dem Haus zu kommen. Denkst du, dein Vater hätte gewollt, dass du dir sowas antust? In 2 Tagen ist seine Beerdigung. Du solltest auch kommen. Ach, weißt du, vielleicht hast du ja recht. War gut, mal wieder mit dir zu reden. Friedrich Richter, Polizeichef dieser Stadt, war für uns alle ein Symbol der Hoffnung und des Widerstandes. In dunklen Zeiten machte er unsere Stadt, die von Kriminalität und Korruption zerfressen ist, etwas sicherer. Dunkle Zeiten werden nun über uns hereinbrechen, nun, da er unter den Toten weilt. Doch vergesst Folgendes nicht. Bereits Paulus sprach: Vergeltet niemals Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Papa? Ja, Justus. Tötest du eigentlich die bösen Verbrecher, die du bei deiner Arbeit fängst? Nein, Justus, das tue ich nicht. Wieso denn nicht? Die machen doch ganz schlimme Dinge. Haben sie es denn nicht verdient zu sterben? Nein, jeder Mensch. Egal, wie schlimm seine Tat auch war, hat das Recht, seine Würde zu behalten. Man sollte nie Böses mit Bösem entgegnen, weißt du? Denn sonst sind wir nicht besser als die, die wir geschworen haben zu besiegen. Sonst sind wir genau wie sie. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Hey, Justus. Ja? Weißt du, die Stadt braucht deinen Vater. In den letzten Tagen, seit dein Vater ermordet worden ist, hat die Kriminalität schlagartig zugenommen. Wissen Sie schon etwas über die Mörder? Bisher haben Ihre Ermittlungen ja nicht wirklich viel gebracht. Ja, tatsächlich. Wirklich? Was wissen Sie? Wir wissen noch nichts Genaues. Doch Hauptverdächtiger ist momentan Salvatore Lucossa, der Mafia-Boss. In den letzten Tagen haben wir zunehmend Lager mit illegalen Waffen, die auf ihn zurückzuführen sind, gefunden. Wir gehen davon aus, dass dein Vater aus dem Weg geräumt werden sollte, damit er seine Geschäfte ausdehnen kann. Was machst du? Justus! Justus!
Was Starkes bitte. Ich möchte zu Salvatore Lucas an. Verpiss dich. Hör rein. Na, wen haben wir denn da? Justus Richter, Sohn von Friedrich Richter. Was soll das? Warum kommst du in meinen Laden und veranstaltest hier so ein Spektakel? Er wollte zu Ihnen. Okay, raus mit euch. Sie haben meinen Vater getötet. Wieso? Ich? Dein Vater getötet? Wieso sollte ich so etwas tun? Jetzt tun Sie nicht so. Sie wissen genau, was Sie getan haben. Sie Dreckschwein. Jetzt hör mal zu. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Und es ist mir auch egal. Aber was hätte ich denn davon? Zugegeben, dein Vater und ich hatten so unsere Differenzen. Aber seitdem die Polizei überall nach seinem Mörder sucht, wird es auch für mich immer schwieriger. In den letzten Tagen habe ich einen deutlichen Rückgang an Einnahmen verzeichnen können. Die Polizei sucht überall nach dem Mörder und kommt damit auch meinen Geschäften in die Quere. Jeden Tag Razzien. Wissen Sie denn, wer es war? Nein, das nicht. Aber scheinbar haben wir beide ein Problem mit diesem Mistkerl. Die hat er deinen Vater genommen und mir versaut er die Geschäfte. Töte ihn. Das wird das Beste für alle Beteiligten sein. Ich weiß, dass es das ist, was du willst. Rache. Ich kann sie dir geben. Hallo? Was? Wirklich? Wo? Okay, ich komme. Eine neue Leiche. Nimm sie und geh. Was ist hier passiert?
Schädel eingeschlagen, wie bei ihrem Vater. Lucosa war das garantiert nicht. Wer ist das? Jan Weber. Er war oberster Richter. Anscheinend haben wir es mit einem Serienmörder zu tun. Einem Mörder, der sich hohe Beamte vorknüpft. Warte ganz kurz. Ich gehe schnell die Forensiker holen. Fass nichts an. Auf, Justus. Alles gut? Lass mich. Was ist denn? Wo wart ihr, als ich euch brauchte? Wegen euch ist der Mörder meines Vaters entwicht. Ihr solltet mir helfen, diesen Kerl zu erledigen, ihn zu töten. Stattdessen... Ach, scheiß Polizei. Was ist nur aus dir geworden, Justus? Hast du denn ganz vergessen, wofür wir stehen? Wir? Du wolltest doch selber Polizist werden. Hier im Ministerium 3 eine weitere Leiche gemeldet bekommen.
Alle verfügbaren Einheiten sofort kommen. Der Täter ist vermutlich auf der Flucht und noch in der Nähe. Hey du, leg das Messer weg! Sofort! Da bin ich. Und jetzt? Was hast du vor? Ich werde dich umbringen, du Schwein! Tu es. Ich werde es genießen! Na? Ich sehe doch, dass du es willst. Töte mich.
Denk daran, was ich deinem Vater getan habe. Genug! Zuerst habe ich in den Schädel eingeschlagen. Er hat gezappelt, geschrien und wie... Halt, hör auf! Hör auf jetzt! Justus, nein, tu es nicht! Ich muss es tun! Er hat meinen Vater umgebracht! Ja, das musst du, nicht wahr? Komm, rück ab! Bring es hinter dich! Justus, denk an deinen Vater. Er hätte nicht gewollt, dass du ihn tötest. Dein Vater hat dir ja immer beigebracht, das Böse mit Gutem zu erwidern. Weißt du das denn nicht mehr? Es war das Richtige, Justus. Wirklich. Er wollte, dass du ihn tötest. Er wollte über dich und über deine Werte siegen. Und das hätte er dann getan. Komm. Of our love.